Lektion 212. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich suche die Funktion, die mich befreit von allen eitlen Illusionen dieser Welt. Nur die Funktion, die Gott mir gab, kann Freiheit schenken. Nur diese suche ich. Und diese nur will ich als die meine akzeptieren. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf.
Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich suche die Funktion, die mich befreit von allen eitlen Illusionen dieser Welt. Nur die Funktion, die Gott mir gab, kann Freiheit schenken. Nur diese suche ich. Und diese nur will ich als die meine akzeptieren. Ich bin kein Körper. Ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf.
Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich suche die Funktion, die mich befreit von allen eitlen Illusionen dieser Welt. Nur die Funktion, die Gott mir gab, kann Freiheit schenken. Nur diese suche ich und diese nur will ich als die meine akzeptieren. Ich bin kein Körper. Ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf.